Die Gewerbehalle an der Fabrikstraße wird ab sofort als Asylunterkunft genutzt. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna errichtete die Halle im Jahr 2015. Bis August 2016 wurde die Herberge zur Gemeinschaftsunterkunft umgebaut. Der Mietvertrag mit dem Landratsamt ist auf 68 Monate festgelegt. Das Objekt bietet Platz für 168 Personen. Herr Georgi, wir stehen vor der Gemeinschaftsunterkunft Pirna. Heute werden hier die ersten Personen einziehen. Vielleicht können Sie was zur Zahl und zur Herkunft der Asylbewerber sagen. Ja, der Landkreis erhält heute von der Zentralen Ausländerbehörde eine Zuweisung von 25 Herren aus Eritrea. Und diese 25 Personen werden heute in die Gemeinschaftsunterkunft in Pirna als erste Bewohner einziehen. Das ist ja quasi der Erstbezug dieses Objekts. Es ist schon länger bekannt, dass es umgebaut wurde, eben als Gemeinschaftsunterkunft. Warum hat es so lange gedauert und warum hat man sich vor allem jetzt entschieden, diese Unterkunft ans Netz zu nehmen? Ja, bisher gab es die Möglichkeit, die uns zugewiesenen Personen anderweitig unterzubringen. Im Herbst und Winter des letzten Jahres wurden uns überwiegend Familien zugewiesen. Familien bringen wir im Landkreis generell in Wohnungen unter. Im Januar in der Zuweisung haben wir dann gesehen, dass es doch sehr gemischt wieder zugeht, dass einzelreisende Herren, damals aus Libyen, dem Landkreis mit zugewiesen wurden. Der Trend geht eher in die Richtung, dass es derzeit wieder alleinreisende Personen sein werden. Und demzufolge haben wir uns entschieden, die Gemeinschaftsunterkunft in Pirna jetzt nun doch mit an den Start zu bringen. Wie kurzfristig kann man denn seitens des Landratsamtes planen, wenn eben solche Personen zugewiesen werden? Wie viel Vorlaufzeit hat man, um am Ende zu wissen, ja, am Tag X kommen so und so viele Leute in die und die Unterkunft? Aktuell gibt es in Sachsen einen Monatsplan, den die Zentrale Ausländerbehörde an die kreisfreien Städte und die Landkreise weitergibt. Allerdings sind die genauen Zuweisungszahlen erst 3 bis 5 Tage vorher bekannt. Das heißt also sehr kurzfristig. Nun sprachen Sie von den 25 Personen, die heute hierher einziehen. Wie wird das Prozedere sein? Ja, die Personen werden aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen zunächst in das Landratsamt hier in Pirna gebracht. Dort erfolgt die entsprechende Registrierung, auch der Vergleich, dass es tatsächlich diese Personen sind, die uns auf der Liste zugewiesen wurden. Die Personen bekommen dann ihr Taschengeld für den restlichen Monat noch mit ausgezahlt und werden dann in die Gemeinschaftsunterkunft transportiert. Punkto Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt, sowohl für die Bewohner als auch für die Anwohner, für die Gewerbetreibenden, konkret an diesem Standort. Was wurde da getan, dass dieses Objekt sowohl nach innen als auch nach außen sicher ist? Ja, der Betreiber dieser Einrichtung ist die kreiseigene Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft. Es gibt einen Wachschutz mit mehreren Personen rund um die Uhr, der für die Einrichtung zuständig ist. Es gibt die entsprechende Ausstattung mit Kameras, sowohl im Gebäude als auch im Gelände der Einrichtung. Und es gibt die entsprechenden feuerwehrtechnischen Voraussetzungen, um die Einrichtung sicher betreiben zu können. Eine Frage noch zur Informationspolitik. Inwiefern gab es Gespräche mit Anwohnern, Gewerbetreibenden, dass diese informiert wurden, dass die Anlage, sprich die Einrichtung, heute ans Netz geht? Für die heutige Belegung sind die Personen informiert worden und die Stellen, die direkt mit dem Betrieb der Einrichtung bzw. mit der Sicherheit und der Sozialarbeit informiert wurden. Anwohner? Kaum vorhanden. Nicht informiert jetzt über die tatsächliche Belegung, das wird jetzt aktuell erst über die Presse erfolgen. Insgesamt 168 Betten, wenn ich mir die Zahl richtig gemerkt habe, über diese Kapazität verfügt das Objekt. Nicht alle sind momentan nutzbar. Was ist sozusagen momentan die Maximalbelegung, die perspektivisch möglich ist? Genau. Derzeit wird die untere Etage genutzt. Da sind maximal 84 Plätze, die belegt werden können. Die Einrichtung an der Fabrikstraße ist eine Zwischenunterkunft. Mit einem regelmäßigen Wechsel der Bewohner ist zu rechnen. Derzeit leben in Pirna 449 Asylbewerber und geduldete Personen.